Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Forever and Ever von Kristen Callahan und Samantha Young mitgebracht. Ich hoffe, ich habe sie auch richtig ausgesprochen. Ich bin gespannt, was ihr so zu dem Buch sagt. Ich hatte so meine Probleme. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Forever and Ever von Kristen Callahan und Samantha Young mitgebracht. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ich finde das Cover wirklich schön, aber beim Lesen mit Licht war dieser Effekt dann doch ein bisschen unangenehm auf Dauer. Es hat immer wieder ein bisschen geblendet. Aber so zum Angucken und im Regal stehen haben, ist es sehr hübsch. Das ist der Klappentext. Parkers lang ersehnte Festanstellung ist endlich zum Greifen nah. Wäre da nicht die antiquierte Vorstellung des Oberbosses? Jeder Mitarbeiter, der fest angestellt wird, muss in einer festen Beziehung leben. Oder verheiratet sein. Vorzugsweise mit Kindern. Parker ist Single und lebt in einer WG mit ihrer besten Freundin. Um ihren Traumjob aber dennoch zu ergattern, beschließt sie, sich einfach einen festen Freund zu mieten. Dean ist einfach perfekt dafür. Dummerweise taucht aber nicht Dean zu dem Treffen mit Parkers Bossen auf, sondern sein älterer Bruder Rice, Ex-Schwergewichts-Champion und verflucht sauer, dass Parker seinen Bruder kaufen wollte. Aber Rice braucht Geld, um sein Boxstudio zu retten, also übernimmt er den Job. Parker und Rice sind komplett gegensätzlich. Das kann nicht gut gehen. Oder? Parker ist ein ziemlich gegensätzlicher Mensch. Einerseits ist sie leidenschaftlich und mutig, wenn es um ihren Traumjob und ihr erklärtes Ziel, den Umweltschutz, geht. Andererseits ist sie total schüchtern und unbeholfen, wenn es um Beziehungen geht. Woran das liegt, erfährt man erst relativ spät. Ich finde es total süß, dass sie den Großteil des Buches nicht flucht, sondern ihren Gegnern Besuche bei Sandnattern wünscht. Aber leider ändert sich das später noch. Es sei es zwingend erforderlich fürs Erwachsen bzw. erfolgreich werden, zu fluchen. Das fand ich schade, weil gerade dieses Nicht-Fluchen hat sie unglaublich niedlich gemacht. Rice hat für seine Familie alles geopfert. Wirklich alles. Aber wie wird ihm das gedankt? Mit Schulden und Problemen. Zudem weigert sich sein kleiner Bruder, für dessen Ausbildung er bezahlt hat, sich einen richtigen Job zu suchen. Rice Studio, eigentlich das Studio seines verstorbenen Vaters, steht kurz vor dem Aus, wenn er nicht einen Geldgeber findet. Zurück in den Ring kann und will er nicht. Er begegnet Parker mit sehr vielen Vorurteilen. Kaum hat sie eines ausgeräumt, präsentiert er direkt das nächste. Er ist fest davon überzeugt, dass sie ihn für unter ihrer Würde hält, und das sorgt für viele Probleme. Allgemein neigen beide dazu, viele voreilige Schlüsse zu ziehen, beziehungsweise sich Erklärungen zurechtzulegen, anstatt zu kommunizieren. Klar ist das schwierig bei der Ausgangslage, vor allem, als sich die Gefühle füreinander ändern, aber mir hat sich manches Motiv einfach zu oft wiederholt. Ich finde das Buch ganz gut, aber richtig packen konnte es mich nicht. Ich habe von Anfang an etwas Probleme gehabt, reinzukommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich konnte nicht so richtig eine Verbindung zu Parker und Rice aufbauen. Mit der Zeit wurde es besser, auch als man mehr über sie erfahren hat, aber insgesamt haben es mir die vielen Missverständnisse und Fehlkommunikationen nicht leicht gemacht. Manches hat sich mir auch zu oft wiederholt. Zum Ende hin hat mir das Buch deutlich besser gefallen. Von mir bekommt es 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!